Das Sportereignis des Jahres steht vor der Tür, die Handball-Weltmeisterschaft. Das Turnier findet vom 11. Januar bis 23. Januar in Polen und Schweden statt. Die Teams treffen unter anderem in Stockholm, Malmö, Danzig und Krakau aufeinander. In der Gruppe E spielt Deutschland gegen Katar, Serbien und Algerien. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt in seinem Kader unter anderem auf die junge Achse des deutschen Teams, um Juri Knorr und Julian Köster. Ältester und erfahrenster Spieler ist Rechtsaußen Patrick Krötzky. Der 33-Jährige ist auf dem Feld Stammspieler, doch zu Hause haben seine Kinder ihn um den Finger gewickelt. Mit Torwart Andreas Wolf, dem Rückraumspieler Kai Häfner sowie Kreisläufer Yannick Kohlbacher sind weitere Spieler dabei, die mit der DHB-Auswahl den EM-Titel 2016 in Polen gewonnen haben. Im Gegensatz zu ihren Teamkollegen veröffentlichen sie wenig über ihr Privatleben. Trotzdem bekommen wir ab und zu einen Einblick hinter die Kulissen. So feiern die Zimmergenossen Wolf und Kohlbacher einen Sieg gerne mal auf der Toilette. Kai Häfner hat noch nicht einmal einen Instagram-Account. Umso größer ist die Freude, ihn beim Spielen anzuschauen. Kapitän Johannes Goller und der jüngste Akteur Juri Knorr geben ihren Fans stattdessen gerne Einblicke in ihr Privatleben. Während Knorr glücklich mit seiner jungen Liebe ist, ist Goller schon lange verheiratet und stolzer Vater einer Tochter. Er zeigt sich weder mit Freunden noch mit Kindern. Philipp Weber posiert lieber mit seinem Hund.